Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur öffentlichen Führung der ETH, das Holz im Bauwesen, vom Naturrohstoff zum Hightech-Werkstoff. Mein Name ist Udo Tönnissen und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im Material Hub. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt des Departement Architektur an der ETH und der ETH Bibliothek. Und dieses Material Hub ist in der Baubibliothek im Hehlgebäude am Höngerberg angesiedelt. Ich nehme Sie heute Abend mit auf eine Reise durch die Geschichte des Holzes als Baustoff. Und ich habe eben hier verschiedene Muster, Bauelemente aufgebaut. Eben das sind eben auch im Hintergrund sieht man eben einen Teil der Ausstellung zum Thema Holz. Dies ist eine ständige Ausstellung, die den Studierenden des Departements Architektur und auch des Bauingenieurwesens zur Verfügung steht, um das Material während des Entwurfs und während der Studienarbeiten besser kennenzulernen. Wir haben eben auch Stein, wir haben Beton, wir haben Bindemittel, Glas, Kunststoff, alle möglichen Baumaterialien und diese Sammlung ist allen zugänglich. Ich werde Sie eben heute Abend mitnehmen auf die Reise durch die Geschichte der Baumaterialien. Und eben das Holz hat sich seit der industriellen Revolution extrem gewandelt. Es ist eben vom Naturrohstoff zum Werkstoff geworden in den letzten Jahren auch, der am besten den technologischen Wandel repräsentiert und auch eben in der Zeit auch mehrere Entwicklungssprünge durchlaufen hat. Ich werde das jetzt erläutern anhand von den Mustern eben auch an verschiedenen Folien, die ich auflegen werde. So, hier sieht man eben die Entwicklung des Holzes, der Holznutzung im Laufe der Zeit. Da sieht man eben den Anteil des Holzes auf dem Markt, also die Verteilung gegenüber anderen Baustoffen wie dem Naturstein, dem Eisen und dann später eben auch dem Beton. Und man sieht eben, dass das Holz bis zur industriellen Revolution fast 90% des kompletten Baumarkts eingenommen hat. Also alles, fast alles war aus Holz und erst im Zuge der Zeit kamen die anderen Materialien dazu. Und man sieht eben dann eben auch verschiedene Entwicklungssprünge, die eben dann die anderen Materialien eben präferiert haben. Also eben die industrielle Revolution hin zum Eisen und dann eben im 20. Jahrhundert die Entwicklung des Stahlbetonbaus. Und wir konzentrieren uns eben jetzt hier auf die Nutzung als Bauholz. Also Holz ist eigentlich ein perfekter Baustoff. Es ist eben fast überall verfügbar. Es ist leicht zu ernten, wächst schnell nach. Es gibt unheimlich viele verschiedene Holzsorten und das Holz ist resistent gegenüber Kräften in verschiedenster Richtung. Und es ist eben auch sehr leicht im Verhältnis zu sehr resistent im Verhältnis zu seinem Gewicht. Aber eben, man muss sich natürlich auch auskennen. Also es ist ein Naturrohstoff, das heißt, es ist inhomogen. Man sieht es eben hier an diesem Brett. Es gibt eben verschiedene Astlöcher, Einschnitte. Es gibt die Kernzone, es gibt eben dann die umgebende weichere Zone um den Stamm, um den Kern herum. Und eben die Fasern werden dann eben teilweise auch dann gestört durch diese Astlöcher. Das führt eben dann eben auch zu Verwindungen des Holzes und eben macht das Bauen mit Holz eben nicht ganz einfach. Dann gibt es eben auch dann die Anisotropie, das heißt, das Holz ist eben in verschiedenen Richtungen zur Faser, eben hat es unterschiedliche Eigenschaften. Es ist eben längs zur Faser besonders druck- und auch zugfest und quer zur Faser, radial zur Faser eben wesentlich weniger. Und dann gibt es eben noch das hygroskopische Verhalten, das heißt, Holz reagiert auf Feuchtigkeit, es schwindet und quillt. Und mit diesen Bedingungen müssen eben die Holzbauer oder mussten die Holzbauer im Laufe der Geschichte eben umgehen können. Und man sieht es eben hier an einem Beispiel, das ist ein Teil aus einem alten chinesischen Knoten, einen Konsolknoten. Da sieht man eben, dass diese Konsole sich im Kern in der Achse gedreht hat. Das heißt,
da liegt eben genau der Kern, liegt eben quer in der Diagonale über die ganze Verbindung hinweg. Das heißt, es dreht sich dann, die ganze Verbindung dreht sich und ist dann eben fast nicht mehr einbaubar. Und das Bauholz hängt eben in der Nutzung und in der Bearbeitung hauptsächlich vom Werkzeug ab. Das hat sich eben im Laufe der Zeit eben hat sich das eben sehr stark gewandelt. Man sieht eben hier die ersten Behausungen des Menschen aus Holz waren eben eher gewachsene Bauelemente. Das waren Astgabeln oder verschiedene eben kurvige Elemente, in die man dann eben die horizontalen Elemente hineinlegen konnte. Und sie wurden eben auch, diese Elemente wurden nachher dann auch mit Seilen miteinander verbunden. Und im Laufe der Geschichte kamen dann eben die Werkzeuge dazu. Das heißt, man hat dann nachher eben mit Steinen, mit Faustkeilen das Holz bearbeitet. Nachher dann mit Beilen, mit Steinbeilen. Und dann nachher in der Eisenbronzezeit hat sich die Holzverbindung dann immer weiter entwickelt. Man konnte das Holz immer besser bearbeiten. Da haben sich dann eben die verschiedensten Holzverbindungen entwickelt. Das habe ich jetzt, zeige ich ein paar Verbindungen. Das ist jetzt die ganz einfache Blattverbindung. Die reagiert eben, die verbindet zwei Hölzer in Längsrichtung. Das sind eigentlich nur drei Flächen, die aneinander gefügt werden und dann eben bestimmte Kräfte übertragen. In diesem Sinne werden nur Druckkräfte übertragen auf dieser Schwelle. Das Ganze hat sich dann weiterentwickelt zum Zapfenblattstoß. Das heißt, das Blatt wird mit einem Zapfen versehen am Stoß, der eben dann das Ausscheren des Holzes quer zur Achse verhindert. Das ist dann schon wieder eine Richtung mehr. Und dann weiter geht es dann eben mit dem französischen Blatt sozusagen. Das ist ein schräges Blatt, ist einem schräg geschnitten. Und das wird dann eben mit verschiedenen Ansätzen und Nasen versehen. Sodass man, wenn man es zusammenschiebt, hat es eben auch dann eben einen Widerstand gegen Torsion, also gegen Verdrehung in der Achse. Und man wird das Ganze dann eben auch mit einem Keilschloss sichern gegen Zugkräfte. Das kann sich also auch nicht mehr auseinanderziehen. Also da haben sich eben im Laufe der Zeit eben die verschiedensten Verbindungen entwickelt, um eben Elemente zu verlängern oder in Quer- oder Schrägrichtungen miteinander zu verbinden. Und der Holzmangel war dann eigentlich relativ schnell präsent. Also diese Verbindungen haben sich vor allem nachher für den Fachwerkbau, also im 12. Jahrhundert, ab dem 12. Jahrhundert sehr stark entwickelt. Und da kam es eben sehr, sehr schnell auch zu einem Holzmangel. Das heißt, am Anfang hat man das Holz am Bauplatz noch aus dem rohen Stamm herausgebeilt. Man hat oft mit dem grünen Holz, also nicht getrocknetem Holz, gearbeitet. Da hat man das herausgebeilt, das Holz. Und eben dann nur den Balken verwendet für den ganzen Stamm. Also da blieb fast nichts mehr übrig. Und da brauchte man eine Unmenge an Holz. Und da kam es eben dann sehr, sehr schnell zum Holzmangel. Im Nachhinein hat man nachher eben mit der Verbindung der Säge konnte man eben dann mehrere Bohlen oder Balken aus einem Stamm herausschneiden. Das war dann schon wieder wesentlich besser. Man konnte den Stamm wesentlich besser verwerten. Und so konnte man eben dann auch eigentlich auf einer bestimmten Fläche Wald eben eigentlich konnte man einfach das Holz wesentlich besser verwerten. Und die Forstwirtschaft, die kam eigentlich erst im 18. Jahrhundert auf. Bis dahin gab es keinen geplanten Holzabbau. Und im Zuge dessen gab es eigentlich auch durch die Entwicklung der Schifffahrt, gab es eben einen eklatanten Holzmangel in ganz Europa. Und um 1500 herum gab es dann deswegen auch einen Wechsel der Holzverbindung im Fachwerkbau. Der Fachwerkbau war damals die dominante Holzbauweise in Europa. Bis dahin war das Fachwerk eben von den Blattverbindungen dominiert. Das hat eigentlich
Die Blattverbindung sieht man hier, das ist eigentlich ein Abtragen eines Holzes bis zur Hälfte des Querschnitts. Das heißt, die Hälfte des Querschnitts fällt weg und dadurch muss eben das Holz relativ stark sein, um überhaupt noch die Kräfte übertragen zu können. Und dazu kommt eben, dass die Kräfte eben nicht zentrisch eingelötet werden, sondern eben azentrisch. Und das gibt dem Ganzen auch nochmal so eine Verwindung. Ist eigentlich nicht so gut und man braucht eben doch relativ starke Stämme. Und man hat sich dann überlegt, dass man eben weggeht vom Blatt hin zum Zapfen, der auch dann noch zusätzlich zugbelastbar ist. Also der Zapfen ist eigentlich, der wird dann durchgestoßen und kann dann eben auch so gesichert werden. Der Vorteil ist hier, dass die Zugzonen, also die äußeren Zonen des Holzes nicht verletzt werden und auch eben, dass der Zapfen zentrisch eingeleitet wird. So eben, da gibt es eben dann auch keine Torsionsbelastungen. Und diese Bauweise hat sich dann eben durchgesetzt. Vorteil war eben auch, dass die Verbindung nicht ganz so präzise gearbeitet werden musste. Das heißt, die Entwicklung ging weg von der Kunst der Verbindungen, also von den ultrapräzisen Verbindungen, die man brauchte, hin zur Kunst der Konstruktion. Also das Tragwerk als Ganzes, als Globales gesehen, war wesentlich wichtiger als die einzelne Verbindung. Das reichte aber nicht aus. Also man hatte dann immer noch einen Mangel an langen Bauhölzern. Gute, große Stämme mussten über mehrere hundert Kilometer durch ganz Europa transportiert werden, um zum Beispiel eine Kathedrale zu bauen. Das sieht man jetzt in Paris, in der Rekonstruktion der Notre Dame, da werden 1300 Eichen verwendet, die eben auch aus Südfrankreich herantransportiert werden müssen. Also ein gewaltiger Aufwand, weil es eben nicht genug Bauholz gab, langes Bauholz. Und im 16. Jahrhundert gab es dann den findigen Ingenieur, Baumeister Philibert Delorme, der eben das sogenannte Bogen-Bohlen-Bindersystem entwickelt hat. Das sind eben gegeneinander gelegte, in Form geschnittene Bohlen. Das kann man hier sehen an dem großen Modell, die dann eben quer verstrebt wurden und dann mit Zapfen gegeneinander befestigt wurden. Und mit diesem Bogen-Bohlen-Bindersystem konnte man eben dann mit kurzen Elementen, das Element ist so lang, konnte man dann eben große Spannweiten überspannen. Vorteil war eben auch, dass er rezyklierte Baumaterialien wiederverwenden konnte. Er konnte eben abgebrochene Dachstühle nutzen und das Baumaterial in diesen neuartigen Bindern wiederverwenden. Das ist übrigens ein Nachbau aus der Kuppel der Ludwigskirche in Darmstadt, die über 40 Meter spannte und im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Die war eben aus Holz, ist jetzt im Nachbau aus Stahl und die ist von 1820 ungefähr. Zu dieser Zeit gab es dann eben auch einen anderen Ingenieur. Ich zeige jetzt nur ein Fragment, zwei Fragmente. Es gab eben den Armand Rose-Emy, das war ein Militäringenieur der Akademie und er hat sich eben auch wie Delorme eben beschäftigt mit der Rationalisierung des Holzbaus. Er hat diesen Delorme-Binder genommen, hat ihn gedreht. Also er hat ihn um die Achse gedreht und dann gekrümmt und konnte so eben auf die Nachfrage nach großen Spannweiten in der Industrialisierung, in der aufkommenden Industrialisierung reagieren. Also es wurden eben große Hallen für Märkte und Bahnhöfe gebraucht und so konnte er auch ein Produkt anbieten, als Alternative zum aufkommenden Eisenbau, der Eisenkonstruktion. Das sind eben immer gebogene Konstruktionen. Im Detail sieht das eben so aus. Also das ist dann schon der Vorläufer des Brettschichtholzes, so wie wir das heute kennen. Da werden eben die verschiedenen Brettlagen mit Bolzen gegeneinander gesichert, sonst schieben sie sich auseinander. Und im 20. Jahrhundert erfindet dann Otto Hetzer den Holzleimbau. Also er nimmt dieses Prinzip von EMI, der übereinander geschichteten Holzlagen, und
Mittels Leim fügt er sie dann zusammen. Und so hat er eben eine schubfeste Verbindung, die man eben auch biegen kann. Und kann eben so beliebige Querschnitte und beliebige Längen des Holzes herstellen als Holzwerkstoff. Also die natürliche Beschränkung des Holzes durch seine gewachsene Länge ist so nun eben überwunden. Dann eben zeitgleich gab es eine weitere Entwicklung. Das waren die Kolonien. Es war da in Übersee, mussten in unheimlich schneller, kurzer Zeit große Städte, große Siedlungen errichtet werden. Und man brauchte dort eben in kürzester Zeit sehr große Konstruktionen. Man hatte aber eben einen Facharbeitermangel, also es gab sehr wenige ausgebildete Zimmerleute. Und das Wissen um die Holzverbindung, das blieb eigentlich in Europa. Das wurde fast gar nicht in die USA, wurde das exportiert. Und man machte sich dann eben neuartige industrielle Verfahren zunutze. Das war eben der Holznagel, der bis dahin der Nagel, also die genagelte Verbindung. Bis dahin waren die Nägel alle geschmiedet, die waren sehr kostbar und wurden nur in ganz bestimmten Stellen im Holzbau eingesetzt. Und nun ist es ein industrielles Massenprodukt und man konnte eben dann mit einfachen Brettern und Nagelverbindungen dann sehr, sehr schnell, ohne großes Know-how, diese Konstruktion aufbauen. Dann hat eben John Snow den Balloon Frame, also die Ständerbauweise, entwickelt, die eben mit den einfachen Nagelverbindungen auskam. Problem war nur, dass sie nicht selbst tragend war. Also sie konnte sich nicht selbst aussteifen. Das war im Fachwerkbau eben durch die Diagonalen gegeben. Das sieht man eben hier. Also es ist einfach, im Fachwerkbau gibt es immer diese Diagonalen, die dann eben die Horizontalkräfte ausgleichen können. Die fallen dann im Balloon Frame, in der Ständerbauweise fallen die weg und wurden dann eben durch Beplankungen und eben auch dann das Sperrholz wurden die ausgeglichen. Also das Sperrholz wurde vor und hinter die Ständer genagelt und konnte so die ganze Konstruktion aussteifen. Das Sperrholz ist eigentlich schon viel älter. Das ist vor 4000 Jahren in Ägypten entwickelt worden, im Möbelbau. Da hat man eben Furniere übereinander gelegt, gekreuzt und so gesperrt, dass sie sich nicht verdrehen konnten und hat eben so dann Möbel gebaut. Und das wurde dann um 1860 wurde diese Technik wieder gefunden und weiterentwickelt. Dann gab es eben dann in den Zwischenkriegsjahren, also einmal nach dem Ersten Weltkrieg, also genau zwischen dem Ersten Weltkrieg und Zweiten Weltkrieg, gab es eben einen Rohstoffmangel in Europa und das löste eben einen großen Entwicklungs- und Innovationsdruck auch in der Baubranche aus. Das Holz, das ersetzte dann Materialien, die nicht zur Verfügung standen, vor allem Stahl. Hier sieht man eben einen Funkturm. Es wurden damals in Deutschland sehr viele Funktürme aus Holz gebaut. Der höchste, den sieht man hier, der ist 167 Meter hoch gewesen. Der wurde dann wieder abgebaut. Und diese Verbindungen, das sind eben Platten aus Sperrholz, die dann verschraubt wurden. Man hatte nämlich dann immer noch das Problem, dass man doch relativ kurze Elemente hatte. Und dann in den 40er Jahren wurde dann die Kalkzinkenverbindung erfunden. So konnte man eben dann Hölzer in der Achse miteinander verkleben. Das war eben damals im Leim, mit dem Leimbinder noch nicht möglich. Und so konnte man eben jetzt diese Hölzer beliebig verlängern und eben auch, sie konnten so auch eben sehr große Kräfte übertragen. Diese Kalkzinkenverbindung, die ist ursprünglich aus der Schäftung entstanden. Die Schäftung ist eine traditionelle Verbindung, die eben auch mit diagonalen Schnitten arbeitet und so die Flächen vergrößert und so eben auch dann eben Torsionskräfte übertragen kann. Also eben ist eigentlich immer der Rückgriff auf bestimmte traditionelle Techniken. Und das Holz in diesen Zwischenkriegsjahren, das wird das Holz auch immer mehr zum Surrogat. Also es ersetzt eben weitere andere Rohstoffe.
Und man machte sich eben auch Gedanken darum, den Wald, die Verwertung des Waldes zu erhöhen. Bis dahin war sie circa, lag sie bei 40%. Man konnte eben mit Holzspänen, mit Ästen, mit Ausschuss konnte man nichts anfangen. Das wurde eigentlich verbrannt. Und so konnte man jetzt mit der Erfindung der Spanplatte, konnte man eben die Verwertung des Waldes auf 80% erhöhen. Man konnte eben daneben all diesen Ausschuss an Holz im Wald konnte man eben wieder verwenden. Das führte dann eben nachher auch zu diesen Spanholzformteilen, die auch dann im Automobilbau, im Fahrzeugbau, im Flugzeugbau dann eben auch Verwendung gefunden haben. Also man denkt zum Beispiel an die Karosserie vom Trabant in der DDR, das war genau dieses Material. Das ist eben Holzspäne mit Leim oder mit Kunstharz verbunden und dann in Form gebracht, gegossen fast. Ja, in den 50er Jahren wurden dann diese Prozesse, die industriellen Prozesse und die Holzwerkstoffe gingen dann Hand in Hand. Das Ganze wurde optimiert. Die Holzwerkstoffe wurden immer homogener und die Maschinen immer effizienter. Die Maschine brauchte eben, diese Mechanisierung brauchte eben besonders homogene Werkstoffe, weil sie eben sehr, sehr empfindlich war. Die Schnittwerkzeuge waren sehr empfindlich und die Astlöcher störten dann eben eigentlich die Fertigung. Dadurch wurden sie eben auch diese Materialien immer homogener. Das ist dann zum Beispiel die hochdichte Faserplatte, HDF, MDF, OSB, das ist Oriented Strain Board, da liegen eben die Späne liegen alle relativ in einer Richtung. Diese Platten sind sehr resistent gegenüber Druck. Dann zum Ende des 20. Jahrhunderts oder früher auch nach der Ölkrise 1974 gab es dann einen Bewusstseinswandel. Also vorher wurde das Holz zwischen dem Zweiten Weltkrieg und den 70er Jahren fast nicht mehr für tragende Konstruktionen eingesetzt. Das änderte sich dann eben erst in den 80er Jahren. Da wurden eben dann wieder vermehrt die Leimbinder verwendet für größere Spannweiten, aber auch neue Plattenwerkstoffe. Zum Beispiel, das ist eben die Brettstapeldecke oder Wand. Das ist eben interessant, weil das zuerst ist das Ausschussmaterial gewesen, also Holz zweiter und dritter Güte, was dann eben zusammengenagelt oder geklebt wurde. Jetzt mittlerweile wird es eben durch Dübel bewerkstelligt, da komme ich dann später noch zu. Und eben auch zu Kastenelementen, die wurden dann auch entwickelt. Das hat sich dann nachher weiterentwickelt, eben zur Kombination mit Brandschutz oder mit Akustik, Schallschutz auch. Und das Interessante war eben dadurch hier, dass so konnte man eben einen hohen Vorfertigungsgrad und große Baugeschwindigkeiten erreichen. So seit der Jahrtausendwende gab es dann nochmal einen Entwicklungssprung durch die Normierung, also im Brandschutz gab es viele Erleichterungen. Das Holz war damals bis dahin eben in den Städten fast nicht erlaubt als Baumaterial. Und nun ist das Holz ebenbürtig oder sogar überlegen den anderen Baumaterialien gegenüber und wird eben so auch konkurrenzfähig von den Kosten her. Und ein Werkstoff, der das Ganze auch eben möglich gemacht hat, ist das Brettsperrholz. Da werden eben die Bretter eben gesperrt, also verdreht und dann zusammengeleimt. Und dieses Material ist eben wirklich eine massive Wand. Das kann man eben dann für Decken, Wände verwenden. Das wird eben jetzt mittlerweile fast überall verwendet, im mehrgeschossigen Wohnbau, aber auch im Hochhausbau. Und interessant an diesem Beispiel ist eben auch, dass es eigentlich das Rohmaterial ist und eben auch schon das Fertige, die Innenverkleidung ist schon in diesem einen Material integriert. Also es ist sehr, sehr schnell zu bauen. Dann gibt es eine weitere Entwicklung, die von der digitalen Fertigungstechnik abhängt. Es geht eben durch jetzt die neuen CNC-Anlagen. Es gibt eben durch die neuen CNC-Anlagen
die Möglichkeit, eben Freiformen herzustellen. Das sieht man jetzt hier ein Beispiel eines gewölbten, sehr, sehr aufwendig gewölbten Stabtragwerks in Südkorea, ein Golfclub von Shigeru Ban. Da zeige ich jetzt nur das Detail. Da sieht man eben, wie die Brettschichthölzer zweifach gekrümmt vorgefertigt sind und dann eben mit CNC-Technik, mit fünfachsigen Abbundanlagen dann eben so geschnitten sind, dass man sie ineinander flechten kann und sie dann dieses räumliche Tragwerk, dieses räumliche Stabtragwerk dann ergeben. Dieses Projekt wurde eben dann auch von einer Schweizer Holzbaufirma gefertigt und vor Ort aufgebaut. Es gibt das Ganze auch dann eben, diese Technik, diese Fertigungstechnik ermöglicht dann eben auch wieder den Rückgriff auf traditionelle Holzverbindungen, die Kalkzinkenverbindung, die man aus dem Möbelbau kennt, die ermöglicht jetzt eben auch im größeren Maßstab mit Holzwerkstoffplatten eben auch Faltwerke auf architektonischen Maßstab zu bauen. Dann gibt es eine weitere Möglichkeit im Holzbau, das ist eben auch wieder das Surrogat, so ein bisschen das, was auch in den Zwischenkriegsjahren aufkam, das ist eben der Satz von bestimmten Materialien durch das Holz, so wie es gefertigt wird. Das ist eben dieses Wooden Box Spring System. Das ist ein Holzfedersystem für Betten, das eben die elastischen Eigenschaften des Holzes sich zunutze macht. Das ist eben so geschnitten, dass eben der Block mehr oder weniger zu einem elastischen Federelement wird. Das ist alles ein Element, was dann durch die CNC-Technik entsprechend geschnitten wurde. Dann die andere Möglichkeit im Holzbau heutzutage sind die großen, weiten Spannweiten. Da gibt es eben auch neue Elemente. Das ist so ein Kielstegsystem, das kombiniert eben massives Holz mit Sperrholz. Das ist also wirklich wie ein auseinandergezogener Träger. Und dadurch erreicht es eine große statische Höhe mit einem sehr, sehr geringen Gewicht, wo auch eben in diesen Zwischenräumen dann eben auch die Leitungen geführt werden können. Also es ist wirklich konkurrenzfähig zu einer Stahlkonstruktion. Dann haben wir eine Kombination von verschiedenen Holzarten. Das ist eben auch neu. Eben es gibt das Nadelholz und Laubholz ist bekanntlich wesentlich resistenter. Vor allem die Esche ist besonders zugfest. Man hat es nun geschafft, eben diese beiden Holzarten in einem Brettschichtträger zu verbinden. Das heißt, die Außenlagen, die besonders zugbelastet sind, werden aus Eschenholz gemacht. Und die Kernlagen, die eher druckbelastet sind, die werden aus dem Nadelholz, also Fichte oder Tanne, hergestellt. Dann haben wir auch andere Laubholzelemente. Das ist zum Beispiel so ein Stabträger aus Esche oder eben ein Buchenfurnierschichtholz. Das ist extrem widerstandsfähig. Das ist wirklich ein Hochleistungswerkstoff, der eben wirklich sehr, sehr große Spannweiten ermöglicht. In China, das gehört eigentlich nicht zum Holzbau, aber es ist eben doch sehr interessant. Das ist eben das Glubam. Das ist eigentlich auch ein geschnittener und geleimter Bambus, also Bambuslamellen, die zusammengeleimt werden und dann einen Träger ergeben. Und im Moment macht man eben auch Versuche, diese Träger, also das ist eben die Außen, so wie hier, die Außenlagen aus Bambus bestehen, aus Glubam und die Innenlagen aus Leimholz. So schafft man eben auch dort einen Hochleistungswerkstoff. Es gibt nun eben in der Zukunft verschiedene Tendenzen, die sich eben aus diesen neuen Werkstoffen ergeben. Das sind eben diese großen Spannweiten. Also das ist hier ein Beispiel der Max Feldschlin AG. Das ist ein Dachtragwerk vom neuen Gebäude der Max Feldschlin AG in Ibach in Schwyz. Das ist ein Projekt von Maili Peter Architekten aus Zürich. Da sieht man eben einen Ausschnitt dieses Tragwerks, wo verschiedene Stäbe
aus verschiedenen Richtungen zusammenkommen. Das sind in diesem Punkt sind das 6 Stäbe. Das ist jetzt nur ein Nachbau im Maßstab 1 zu 2, also das Original ist doppelt so groß. Und das Besondere hier daran ist, dass es eben diesen Knoten, also dieses Formstück aus Buchenfurnier-Schichtholz ist, was extrem hart ist und was alle Verbindungselemente in sich aufnimmt. Das war bisher nicht möglich, weil das Holz eben zu weich war, um diese Kräfte aufzunehmen. Da ist man dann zurückgegangen auf Stahlverbindungselemente. Und nun ist es wirklich möglich, mit Holz auch diese Knoten, diese großen Knoten zu lösen. Eine weitere Tendenz ist die Hybridisierung, das heißt die Vermischung von zwei verschiedenen Baustoffen zu einem. Das ist eben, das kann man hier ganz gut sehen, das ist die Holzbeton-Verbundbauweise. Das ist eben eine Deckenplatte aus diesem Brettstapel und obendrauf wird der Beton aufgebracht und der Beton übernimmt die Druckkräfte und das Holz übernimmt die Zugkräfte. Das ist eben auch eine Tendenz, die gerade sehr, sehr stark im Kommen ist, also die Vermischung von Holz und Beton oder Holz und Stahl zu einer neuen Synergetik. Und natürlich das Laubholz, das ist eben auch gerade eine sehr interessante Entwicklung, also auch ein Entwicklungsdruck, eben die Nadelwälder in Mitteleuropa, die sind ja sehr, sehr stark betroffen gerade vom Klimawandel. Also gerade die letzten Jahre zeigen uns, dass diese Wälder immer weiter zurückgehen, eben Borkenkäferbefall, Trockenheit und eben auch zu hohe Temperaturen. Gerade in der Schweiz sieht man das, dass eben die Nadelwälder sich eigentlich immer weiter zurückziehen in die Bergzonen und sich die Laubwälder immer weiter ausdehnen. Und die Laubwälder haben bisher ungefähr einen Marktanteil im Bauwesen von 8 bis 9%. Das ist eigentlich viel zu wenig, um die wachsende Nachfrage zu decken. Also die Nadelwälder gehen zurück, die Nachfrage wächst weltweit. Im Moment gibt es wirklich einen Preissprung auf dem Holzmarkt und man hofft jetzt eben durch diese neuen Laubholzprodukte eben diese Nische, dieses Vakuum zu füllen. Da wird uns in den nächsten Jahren, werden uns dann noch viele interessante Entwicklungen entgegenkommen, die den Holzbau und also den architektonischen Ausdruck auch des Holzbaus dann wesentlich verändern und bereichern. Vielen Dank.